Was für ein Spiel, was für eine Spannung, welch eine Dramatik. Der Supercup 2019 ging auch in diesem Jahr wieder an die Titelverteidiger von Waspo Hannover. Das Team setzte sich auswärts bei den Wasserfreunden Spandau 04 mit 21:20 nach 5-Meter-Schießen durch. Für die Hannoveraner ist es der 3. Supercup-Sieg in Folge. Für die Spandauer war es eine bittere Niederlage vor großer heimischer Kulisse. We had this victory because we fight each other and that's it. We are very happy now. Haben vorne schön gespielt, Waspo hat die ganze Zeit mitgehalten, es war ein Spiel auf Augenhöhe, was wir auch, glaube ich, die ganze Saison immer so erwarten werden. Die Spandauer hatten für den heutigen Tag, für den Tag der deutschen Einheit, eigentlich große Ambitionen. In den letzten Playoff-Finals hatte man die Gäste nämlich noch glatt mit 3:0 schlagen können und so wollte man natürlich auch hier den Supercup gewinnen, der in den letzten beiden Jahren ja abhanden gekommen war. Für das Team von Peter Kovacevic ging es eigentlich auch gut los. Zwei schnelle Tore durch Nikola Dedovic und Markus Stamm brachten die Spandauer anfangs in Führung. Waspo Hannover war davon aber unbeeindruckt. Kapitän Alexander Radovic brachte sein Team direkt im Anschluss zurück ins Spiel, das von hier an auch absolut ausgeglichen. Das Team von Waspo hatte sich anders als die Wasserfreunde Spandau über die Sommerpause stark verändert. Die fehlende Routine im neuen Kader ließen sie sich gegen die eingespielten Rekordmeister aber nicht anmerken. Zur Halbzeit war das Spiel mit 9:9 auch weiterhin komplett offen. Ja, wir haben eigentlich relativ gut ins Spiel gefunden, haben 2:0 angefangen, haben dann leider Gottes auch 2 einfache Tore bekommen und haben einfach zu unkonzentriert auch oft in der Verteidigung gestanden. We play really good in offense. We had we score a lot of goals, but in defense we make a lot of mistakes. But that was also normal because this is the first game for this team in this season. In der zweiten Hälfte mussten die Wasserfreunde dann viele 2-Minuten-Strafen hinnehmen, die die Gäste im Becken eiskalt bestraften. Nach einem 3-Tore-Rückstand konnten die Spandauer dann noch einmal mit 14:13 in Führung gehen. Mit Ben Reibel und Markus Stamm fielen aber strafbedingt bereits im dritten Viertel 2 wichtige Spieler weg. Und auch im letzten Viertel riss die Flut an 2-Minuten-Strafen einfach nicht ab. Kurz vor Schluss war die Mannschaft der Spandauer so ausgedünnt, dass sogar der Ersatztorwart Florian Thum als Feldspieler zum Einsatz kam. Die dramatischen Schlussminuten endeten dann mit einem 16:16 Unentschieden. Die Entscheidung im diesjährigen Supercup musste also im 5-Meter-Werfen fallen. Spannender geht's nimmer. Die ersten Versuche waren dabei für beide Teams auch allesamt erfolgreich. Matteo Tschuk zeigte bei seinem, dem 4. Wurf der Spandauer, dann aber Nerven und drosch den Ball über das Tor. Da sich die Gäste keine weiteren Fehler mehr erlaubten, war es am Ende Julian Real, der mit seinem Treffer den Supercup 2019 für Waspo Hannover entschied. Gratulation an die Mannen von Carsten Seerkopf und von Jan Petrak, Jukic und Füsi Rupel. I think that we are on the same level like Spandau and that we will fight until the end with Spandau for Cup and Master Title. Ja, in der 5-Meter-Schießen ist immer eine Glückssache, die man gewinnen kann und verlieren kann, wo es beide Mannschaften natürlich dann verdient haben zu gewinnen, was dann wirklich im Endeffekt wirklich nur noch ein bisschen Glück entscheidet und dann ist man natürlich auch traurig, dass das Spiel dann im Endeffekt so knapp verloren wird. Ein packendes Spiel der beiden deutschen Wasserball-Giganten. Und wenn es eines gezeigt hat, dieses Match, dann dass die neue Wasserball-Bundesliga-Saison so richtig spannend wird.